Australien oder Neuseeland, Herr Klinzing und ich überlegen gerade, wo man besser Urlaub machen könnte. Scherz beiseite, wir überlegen natürlich, wo man besser sein Geld anlegen könnte. Und das wollen wir in der heutigen Ausgabe vom Tagestipp klären. Deswegen bei mir im Studio Bernhard M. Klinzing, Redakteur vom Frankfurter Börsenbrief. Herr Klinzing, Sie waren ja eigentlich immer sehr bullisch für Australien. Ich weiß, aber Sie sind jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden. Warum? Das stimmt, wir waren grundsätzlich sehr bullisch für Australien. Wenn man sich die Wirtschaftsdaten anguckt, gibt es auch allen Grund dazu. Australien hatte ja keine Rezession. Die Frühindikatoren sind phänomenal gut. Und Australien ist das Land, was unter den westlichen Industrieländern als erstes aus dieser Krise wieder herausgekommen ist. Das heißt, die Umfeldfaktoren in Australien sind nach wie vor sehr gut. Aber jetzt hat es in dieser Woche einen heftigen Schlag gegeben, der uns dazu bewogen hat, Australien völlig zu canceln, das heißt aus Australien gänzlich auszusteigen. Das hat natürlich auch mit der Kursentwicklung zu tun. Aber dieser Schlag, das ist ein Plan, eine 40-prozentige Steuer einzuführen, und zwar für Minengesellschaften und für Erdölgesellschaften. 40% Steuer hört sich nicht viel an, aber die kommen auf die normalen Unternehmenssteuern noch mal obendrauf. Und damit will der Staat diese Gewinne, die ihm durch die hohen Rohstoffkosten entstehen, abschöpfen. Und das ist natürlich Gift für die Börse, das ist ganz klar. Und deswegen sind wir im Moment sehr skeptisch für Australien. Sie haben schon gesagt, betroffen davon die Minengesellschaften. Aber können die das alles überhaupt verkraften? 40% sind ja eben auch kein Pappenstiel. Sie werden es über kurz oder lang verkraften müssen. Sie werden sich darauf einstellen müssen. Es ist ja so, dass die Gesellschaften nur dann betroffen sind, wenn sie in Australien selbst fördern. Und aber Rohstoffminen, die sind leider nicht von einem Tag auf den anderen von Australien nach Malaysia zu verfrachten, sondern das ist ja ein ortsgebundenes Geschäft. Und das ist das große Problem. Besonders die großen Gesellschaften wie Rio Tinto oder BHP Billiton sind davon enorm betroffen. Das wird die Gewinnrechnung der nächsten Jahre völlig über den Haufen werfen. Aber auch einige kleinere Gesellschaften. Das heißt, diese Rohstoffstory für Australien ist zumindest, was die Minenaktien anbelangt, erst einmal gestorben. Erst einmal, ist es denn schon hundertprozentig sicher, dass diese Steuererhöhung kommen wird? Ganz sicher ist es noch nicht. Da im Oberhaus, das ist so ähnlich wie bei uns der Bundesrat, gibt es noch große Vorbehalte. Da hat die Opposition das Sagen. Die haben auch schon mehrere Gesetzesvorhaben der Regierung gekippt. Das heißt, es ist auch noch möglich, dass diese eigentlich für 2012 geplante Steuer doch noch verschoben wird, beziehungsweise ganz ausfällt. Aber wie es im Moment aussieht, wird da ein Deal ausgehandelt. Das heißt, dass auch die Klientel der Oppositionspartei da bedient wird. Und deswegen gehen wir davon aus, dass das über kurz oder lang kommen wird. Also die Steuer wird kommen, ist natürlich dann auch problematisch für den Anleger. Wie sollte der sich verhalten? Was raten Sie ihm? Wir raten es einfach, dem internationalen Geld, dem Smart Money nachzumachen und über die Tasmanische See hinüber zu wechseln und das Geld zu verschiffen. Und das bedeutet, nach Neuseeland zu gehen. Einfach deswegen, weil gerade auch die japanischen Anleger, die sind ja Weltmeister bei den Carry Trades, die verlagern schon sehr viel Geld von Australien nach Neuseeland. Die haben da Produkte, die diese Carry Trades so einfach machen, wie bei uns Sparbriefe zu kaufen sind. Und dieses Geld, das wandert jetzt darüber, auch australisches Geld wandert nach Neuseeland. Neuseeland, muss man ganz objektiv sagen, sind noch nicht so ganz weit wie Australien, was die Erholung aus der Rezession anbelangt. Sie sind aber auch schon ein gutes Stück weiter als beispielsweise die europäischen Länder. Aber das ist auch ein Zukunftsmarkt, der sich in letzter Zeit auch sehr gut entwickelt hat. Und deswegen würden wir raten, diesem Geld zu folgen und jetzt sich das ein oder andere Unternehmen aus Neuseeland anzusehen. Neuseeland kann natürlich nicht wegen des deutlich geringeren Kapitalmarktes, kleineren Kapitalmarktes, nicht eine so herausragende Rolle spielen wie Australien. Kein Schwerpunktinvestment, davon raten wir ab. Aber eine sehr, sehr gute Beimischung. Und hier gibt es sicherlich auch die ein oder andere Aktie, die sehr, sehr interessant erscheint. Gibt es denn in Neuseeland auch attraktive Aktien? Ja, es gibt sehr interessante Aktien. Mir fällt da eine Diligent beispielsweise ein. Das ist ein Softwareanbieter aus Australien. Die machen Software für Führungspersonen, für Präsentationen, damit bei Videokonferenzen Informationen möglichst effizient und schnell ausgetauscht werden können und auch verarbeitet werden können. Das ist noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen. Die haben gerade mal 50 Millionen US-Dollar umgerechnet Marktkapitalisierung, aber sind ein sehr dynamisches Unternehmen. Zuletzt die Umsätze immer um rund 80-90% gesteigert, schreiben noch Verluste, werden allerdings 2011 dann wieder in die Gewinnzone kommen.
relativ dynamisch, aber auch relativ teuer, das muss man dazu sagen. Aber im Moment ist das ein ganz interessantes Thema, denn wegen des Vulkanausbruchs sind ja viele Flüge ausgefallen und deswegen sind immer mehr Manager auf den Trichter gekommen, jetzt über Videokonferenzen sich zu unterhalten. Und hier bietet die Software gute Lösungen, in diesem Trend auch tatsächlich zu partizipieren. Und deswegen raten wir hier an dieser Aktie teilzuhaben. Wir haben es gesehen, die Aktie ist auch noch relativ günstig. Sie haben selber gesagt, ein sehr kleines Unternehmen. Hinzu kommt, erst 2011 wird das Unternehmen wieder in die Gewinnzone laufen. Bleibt natürlich dann für uns die Frage, oder besser gesagt für den Anleger, kann man jetzt schon zugreifen? Gerade weil es so ein kleines Unternehmen ist, sollte man zugreifen. Die großen Unternehmen, die sind ja von einer Griechenland-Problematik immer viel schneller betroffen. Die werden schneller abverkauft, auch wenn sie mit Griechenland gar nichts zu tun haben. Die kleineren Unternehmen, die nicht so im Fokus sind des Großkapitals, die laufen weiter aufwärts. Wir haben das in den letzten Wochen gesehen am Kurs und damit rechnen wir auch für die nächsten Wochen. Das heißt, hier ist der Anleger auf einer relativ sicheren Seite, auch wenn es ein relativ kleines Unternehmen ist oder gerade, weil es ein sehr kleines Unternehmen ist. Neuseeland ist ja auch kleiner als Australien, passt also alles zusammen. Nehmen wir ein kleines Unternehmen aus Neuseeland. Vielen Dank, Herr Klinzing. Das war unser Tagestipp. Die Frage war, Australien oder Neuseeland? Nicht, wo wir Urlaub machen, sondern wo Ihr Geld besser angelegt ist. Die Entscheidung darüber ist Neuseeland und zwar im Unternehmen Diligent. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, aber ich möchte Sie natürlich noch darauf hinweisen, es gibt ja was Neues bei uns. Wir haben für Sie was eingerichtet, damit Sie uns Fragen schicken können. Sie können das tun, entweder im Leserforum, da gibt es das Forum bernecker.tv, da können Sie uns Ihre Fragen schicken, und es gibt eine E-Mail-Adresse, die heißt redaktion@bernecker.tv. Da können Sie uns Ihre Fragen hinschicken. Wir werden dann Ihre Fragen so gut wie es geht in einer Sendung beantworten. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Natürlich erfolgreiche Geschäfte an der Börse. Machen Sie es gut. Bis morgen.